Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Wir machen heute zwei Spiele mit der Bundesliga-Mannschaft und werden dabei so ein bisschen mal den Müller beobachten, weil ich einfach, ja, nicht so das Gefühl habe, dass er bisher sehr torgefährlich war. Kann aber auch sein, dass er eher der Ballverteiler ist und meine Außenstürmer Robben und Reus eher die Torgefahr ausstrahlen. Da müssen wir drauf achten. Auf jeden Fall wollte ich gerade eben schon eine Partie aufnehmen und da ist mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit hier der Ja, da ging es nicht weiter. Also ich habe die gegnerische Mannschaft gesehen und dann ging es nicht weiter. Aber das war seit sehr langer Zeit das erste Mal. Mal schauen, ob es diesmal weitergeht. Sehr guter Sturm, Benzema, guter Stürmer. Neymar und Bale natürlich extrem gefährlich. Gutes Mittelfeld. Ja, generell ein sehr starkes Team, auch wenn nur eine Inform drin ist. Mal schauen, wie der Gegner sich schlägt. Dafür hat er nicht die beste Statistik mit 1902 Siegen und 1017 Niederlagen. Also nicht mal 2:1. Und jetzt Konzentration. Bundesliga klar spielen, konsequent spielen, schön nach vorn, gute Pässe. Und dann sollte das eigentlich auch wieder kein Problem sein. Oder dann kann ich wenigstens. Aha, schwacher Pass. Von wem auch immer das gerade. Ich glaube, war das Robben? Ärgerlich. War eigentlich ein guter Angriff, den Robben mit seinem schwachen Pass hier so ein bisschen versaut hat. Den Ball mit. Sehr gut. Ha, was ist denn hier los? Müller komplett durch. Jetzt zeig mal, dass du ein guter Stürmer bist. Na also. Kaum steht Müller. Ich habe ihn halt mal im Training zur Brust genommen und hat gesagt, Müller, du bist zwar mega krass in Form und alles, aber wo bleiben die Tore, Junge? Wo bleiben die Tore? Und dann hat er gesagt, Trainer, hat seine Hand auf meine Schulter gelegt. Er hat gesagt, Trainer, danke für das Vertrauen, dass du mich noch nicht auswechselst. In dem Spiel beweise ich dir. Und er beweist es mir. Alleine aufs Tor, schön am Torwart vorbeigelegt, war aber Vollspann geschossen. Und ich habe nicht Schlenzertaste gedrückt. Falls er so leicht geschlenzt hat, dann war das einfach in seinem eigenen Ermessen gemacht. Habe ich nicht extra gedrückt. Dann werde ich mal in der nächsten Gelegenheit jetzt gerade nicht, werde ich mal auf Defensiv stellen. Ich habe jetzt gerade keine Finger frei. So. Ist auch nicht so aggressiv, lässt mir eigentlich viel Zeit zum Handeln. Was jetzt auch nicht wirklich schlimm ist, nachdem ich jetzt den super aggressiven Presser gehabt habe in der letzten Folge, ist es auch mal wieder schön, jemanden zu haben, der einen anderen Spielstil, einen ruhigeren Spielstil spielt, weil bei so einem extremen Pressing ist natürlich die Konzentration gefordert oder viel mehr gefordert als bei jemandem, der einen eher schalten und walten lässt. Schade. So, jetzt mal defensiv, sehr gut. Okay, der wusste wohl nicht, was er machen soll, weil er nicht durchkommt, oder was? Sehr merkwürdig. Das war dumm von mir. Das war dumm von ihm. Ich bin froh, dass es kein Gegentor gab. Es war richtig dumm von mir, richtig, richtig dumm. Also einen kurzen, schnellen Abschlag macht man einfach nicht. Wenn man einen kurzen Abschlag macht, dann macht man ihn langsam und überlegt und schaut ihn sich an. Sehr gut von Neuer. Das hat er mir aber auf jeden Fall zu viele gefährliche Chancen gehabt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, Pisscheck lässt sich da von Neymar nicht ins Boxhorn jagen. Sehr gut. Das war ein merkwürdiger Pass, weil ich habe anscheinend ein bisschen zu weit nach außen gezielt. Ich wollte eigentlich nach innen spielen. Aber ich glaube, lahm war das da. Aber aus irgendeinem Grund hat er sich dann dazu entschlossen, Robben ins Spiel zu bringen, was kein Foul, schade. Was nicht so gut war. Sehr gut. Lahm fängt hier gerade die Bälle ab. Jetzt müssen wir aber langsam mal wieder zu unserem Spiel finden. Lange keinen Abschluss mehr gehabt und wir machen gerade den Gegner unnötig stark. Deswegen versuche ich jetzt mit ein bisschen ruhigerem Passen einfach wieder Ruhe reinzubringen, ihn ein bisschen nervös zu machen, ihm den Ball zu schenken, damit er wieder einen Konter machen kann. Also mein Plan geht gerade komplett auf. Müssen wir mal ran. Ach, was ist denn hier in der Verteidigung los? Fuck, Mann! Was machen die denn? Ich kann doch nicht jeden decken. Warum sind denn die immer so alleine vom Tor? Oh, wie wir das Spiel komplett aus der Hand geben. Hier. Konzentration. Steht wieder 1-1. Wir schießen jetzt ins Führungstor.
genau auf den anderen hätten wir spielen müssen. Genau auf den anderen. Fuck. Oh, das ist bitter jetzt, weil das ist auf jeden Fall komplett mein Ding wieder hier, das Ding ab. Also hier, dieses Gegentor oder generell, dass wir... Ja, wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle, haben gut gespielt und dann durch meine merkwürdigen Fehler habe ich das Spiel freiwillig aus der Hand gegeben. Das hätte einfach nie passieren dürfen. Das hätte auch nicht passieren müssen vor allem. So, jetzt Konzentration. Es ist noch nichts vorbei. Steht quasi wieder 0-0. Oh, solche Dinger sind immer so beschissen, wenn er dann den Ball doch noch verliert. Okay. Oh, ja, ich habe gedacht, Lahm bekommt den Ball unter Kontrolle und wir können den anders spielen. Das war logischerweise nicht der Plan, mit ihm da von 100 Metern in Fallrückzieher anzusetzen. Ich muss einfach wieder ins Spiel reinfinden, verflucht. So, schönes, ruhiges Spiel. Robben! Mit Reus. Elfmeter! Elfmeter, meine Freunde! Ach, es war noch nicht im Strafraum. Oh, ärgerlich. Oh. So, und diesmal so ablegen, dass das Ding auch rein... Also, dass das Ding auch verwertet werden kann. Nein! Oh, wieso, wieso, wieso? Ach, Kreuz, genau das Lattenkreuz. Wie ärgerlich. Ding hätte reingehen müssen. Ah, Lahm ist immer noch vorn. Nein! Ah, gut verteidigt von ihm. Boateng leider nicht mit fairen Mitteln. Ach Mann, es ist schon die 76. Minute. Ach, Mist, 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 Mist. Hätte das Spiel niemals abgeben müssen. Dürfen. Selbst wenn ich jetzt 2-1 gewinnen, kann ich mich eigentlich nicht richtig freuen, aber das ist das Mindeste. Wir sind eigentlich der bessere Spieler, aber ich habe den Gegner wieder stark gemacht. Mangel die Konzentration und... Naja, ich würde nicht sagen mangelnde Konzentration, sondern, wie soll ich sagen? Zu leicht genommen einfach. Zu leicht genommen den Gegner. Und jetzt geht er sogar in Führung. Definitiv den Gegner, aber dafür kann ich jetzt gar nichts. Also das Gegentor, okay, kann ich nichts für. Ist halt geil, ne? Ich schieße gegen das Lattenkreuz, er kommt hier ganz... Also, dass er überhaupt durchkommt und diesen Pass da setzen kann, ist natürlich lächerlich. Aber okay, das Gegentor, das braucht mich nicht auf meine Kappe nehmen, dafür kann ich nichts. Aber geil, dass ich halt gegen das Lattenkreuz schieße. Bei ihm funktioniert etwas, was viel schwieriger ist. Mein Ablegen war ja gut. Seins war einfach, ich passe mal in die Menge rein und irgendwie drehe ich mich dann zum Tor und das klappt irgendwie und bla und bli und blub und schon habe ich hier die Führung. Das heißt, wir verlieren ein Spiel, wo wir eigentlich der bessere Spieler sind und das wir halt ja niemals hätten verlieren müssen dürfen. Immerhin eine Ecke. So, jetzt kommt hier. Oh, komm, 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 komm. Nein. Oh. Und dann halt wieder gegen so eine Pacer, die dann Bia Biani und so einen Scheiß einwechselt. Och, ey, Neuer, ey, da zieht man auf, dass er hier schnell einen Angriff macht. Och, fick. Fuck, fuck, fuck.
Meine Konstanz, die ich versuche zu finden, ich finde sie einfach nicht. Ich finde einfach die verdammte Konstanz nicht. Ich habe mal ein gutes Spiel, ich habe mal ein schlechtes Spiel, ich habe mal ein gutes Spiel, ich habe mal ein schlechtes Spiel. Das war wieder ein schlechtes Spiel. Ich hatte jetzt zwar mal 3 Spiele in Folge gewonnen, aber da war ich auch nicht mit jedem Spiel zufrieden. Und gerade das war halt so lächerlich. Also das zu verlieren ist halt echt traurig und hätte niemals passieren dürfen. Das zweite Tor, okay, wenn es am Ende 1-1 ausgeht, weil ich das zweite Tor nicht verteidigen konnte, dann ärgere ich mich natürlich auch, aber dann ist es nicht so schlimm. Aber das erste Gegentor und generell meine Spielweise, aber ich hab's dann irgendwie zu leicht genommen. Ich weiß gar nicht warum. Das ging eigentlich los mit diesem kurzen Abschlag von Neuer, glaube ich. Das war der erste Leichtigkeitsfehler. Ich mir einfach gedacht habe, ach, das funktioniert schon irgendwie und danach nicht mehr zurück ins Spiel gefunden. Ich muss einfach von Anfang, ich sag immer das Gleiche, es muss total mega langweilig sein, was ich hier erzähle, weil ich immer das Gleiche erzähle, immer vor mich hin predige, immer mir selber irgendwelchen Müll einrede und es einfach nicht umsetze. Aber man kann halt so viel reden, wie man möchte. Es ist wie im realen Leben. Der Kopf macht, was der Kopf will. Man kann sagen, was man möchte. Und diese Komponente ist einfach so wichtig im Fußball. Lacazette, schneller Stürmer. Griezmann, Inform, auch schneller Stürmer. Nasri ist nicht so langsam. Ribéry, interessant. Willian auf rechts. Ja, wieder mal eine Dreierkette. Dreierkette mag ich nicht so sehr. Das liegt meiner Formation nicht so. Ich glaube, das letzte Spiel gegen eine Dreierkette habe ich nur über den Kopfball gewonnen, 1-0. Das würde mir natürlich reichen. Wichtig ist halt einfach, dass ich versuche, ruhig und konzentriert zu spielen und nichts auf die leichte Schulter nehmen und keine Flüchtigkeitsfehler da in irgendeiner Form riskiere, wie ich es gerade eben wieder gemacht habe und deswegen das Spiel verloren habe. Aber das Mindeste ist, dass ich jetzt gewinne. Die Klasse halten wir, glaube ich. Wenn wir jetzt wieder nicht aufsteigen in der Saison, sondern nur die Klasse halten, dann werde ich definitiv meine anderen beiden Mannschaften nehmen, also die alte Bundesliga und die französische Liga mit Falcao und werde einfach versuchen, über meine alte Formation im 4-2-3-1 meine Konstanz wiederzufinden. Ich würde halt schon gerne nochmal irgendwie einen Ligatitel gewinnen, am besten halt den in der ersten Liga. Einmal gewonnen bisher, immerhin. Das war schon nicht so einfach. Reus. Oh, Kroos nimmt ihn noch an. Ich hab's doch direkt auf Schießen gedrückt, aber es war dann wahrscheinlich nicht mehr möglich zu reagieren. Ich muss mal aufpassen, dass wir hier nicht. Oh nein, und wieder komplett alleine. Ich könnte kotzen. Warum sind denn die immer komplett alleine? Diese verdreckte Innenverteidigung. Oh. Ich kann halt echt nicht. Es geht mir so auf den Sack. Das passiert in letzter Zeit ist es so oft passiert, dass die Innenverteidigung einfach hier beim Gegner sind doch auch alle Spieler gedeckt. Warum sind denn bei mir nicht alle gedeckt? Ich spiele ausgeglichen. Ich spiele noch nicht mal offensiv oder so. Ja, und dann kommt halt so eine Scheiße bei raus, obwohl ich hier komplett alleine oder komplett ungestört fast köpfe. Oh, ey, das geht mir so auf den Sack gerade. Jedes Mal ist es so. Na gut, jedes Mal ist übertrieben, aber total oft. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Na also, BAM! BAM, Robben! BAM! Jetzt muss ich einfach meine Emotionen rauslassen, verflucht. Diese ganze angestaute Wut. Verfluchte Fickscheiße nochmal. Eigentlich verwende ich ja nicht so schlechte Wörter und versuche das halt zu minimieren oder halt im Rahmen zu lassen. Aber es muss einfach mal raus.
Elender. Ah! Damn it! Und das durch seinen eigenen Fehler. Das gönne ich ihm. Dem er wieder so ein beschissenes Lackertor geschossen hat. Weil einfach meine Huren-Innenverteidigung keinen Bock hat, ihre Arbeit zu tun und die Spieler zu decken. So, und jetzt machen wir hier ein 2-Aus draus. Wir machen hier ein 10-1 draus. Wir bumsen den so komplett durch. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Oh, wäre das geil gewesen. Schade. Sehr gut. Ich wollte schön auf Robben flanken. Und dann quasi das Mittelfeld überbrücken, hat jetzt in dem Fall einfach nicht geklappt, aber wir bekommen immerhin einen Wurf, jetzt hat Robben trotzdem den Ball. Ich werde auch erstmal über außen rennen. Denn dann muss ich auch wieder mehr machen, so ein bisschen mehr variieren, nicht nur durch die Mitte spielen, außen spielen, Mitte spielen, einfach eine schöne Variation reinbringen. Ärgerlich, aber immerhin. Reus kommt da gut zum Schuss. Sehr schön geblockt, aber jetzt haben wir halt den Ball nicht. Werde ich direkt mal rausklären, bevor wieder irgendein Scheiß passiert. Oh, Robben ist alleine vorne, das ist nicht so geil. Komm, 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 Müller, du bist schneller. Sehr gut. Kommt da den Fuß noch ran und blöderweise nicht mal eine Ecke für uns. Was hat er denn jetzt vor? Ah, okay, abseits wollte ich gerade sagen. Abgepfiffen. So, und jetzt das Ding ziehen in der zweiten Hälfte. Das Ding ziehen. Wie ich mich aufgeregt hätte, wenn das Ding von Robben nicht getroffen hätte. Weil er ist einfach so alleine gewesen. Steiger, linke Fuß, lange Ecke. Den muss er halt einfach machen. Und hier, guckt euch das an. Was macht denn Alaba da? Ich habe Alaba niemals abgezogen, weil ich schon Pisscheck abgezogen hatte. So, Alaba orientiert sich nicht auf den Spieler, der da reinrennt. Er könnte ihn komplett decken. Er geht einfach irgendwo hin und bleibt kurz stehen und dann geht er wieder weg und guckt, wie der Ball ist und oh. Also keine Ahnung, ob es am Stellungsspiel vom Alaba liegt und ich meine Innenverteidigung tauschen sollte, meine Inform-Innenverteidigung gegen Inform-Alaba. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist halt echt merkwürdig. Und dann frisst man halt ein Gegentor durch sowas, sonst würde ich hier 1-0 führen. Hoffe ich. Komm, Piszczek, sehr gut. Piszczek macht ein viel besseres Spiel hier. Zumindest heute. Schade, 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 schade. Ich dachte, wir können hier Reus in Szene setzen. Das wäre natürlich geil gewesen. So, da renne ich schon extra vor und ich schaff's trotzdem nicht. Aber wenigstens endlich mal geblockt. Genau wie ich immer das Pech habe. Ach, Robben ist schon ein geiler Spieler, kann man nicht sagen. Mist, ich hätte einen Tick eher schießen müssen, aber es gibt immerhin den Freistoß, sehr gut. Jetzt hoffen wir mal, dass ich wieder so ein ähnlich gutes Ding hinbekomme wie vorhin. Ah, war nicht schlecht der Schuss, aber wir hatten einfach Pech, dass er geblockt wird, da kann man da nichts machen. Jetzt vielleicht! Lange Ecke, aber wir sind dran, wir sind auf jeden Fall dran. Bin ich immer noch offensiv, ich glaube. Na! Ah. Ey, wie oft ich in letzter Zeit auch wieder den Ball drüber setze. Also unsere Ecken, die waren am gefährlichsten, als wir mit unserer Bundesliga und französischen Ligamann das gespielt haben mit Falcao. Das, vielleicht lag es auch einfach an Falcao, dass wir da so gefährlich waren nach der kurzen Ecke. Die ist schon lange nicht mehr so gefährlich. Oder wir hatten damals einfach nur Glück. Also sie sind auf jeden Fall immer noch gefährlicher, als ohne dass ich diesen Tipp hätte, dass man nah aufs Tor flanken soll. Aber halt nicht mehr so gefährlich, wie sie mal waren. Das ist halt das Ärgerliche. Sehr gut für den Boateng. Stellt da seinen Körper rein.
immer noch aufwendig. Nee, ich bin ausgeglichen, okay. Na also, ich wollte auch schon wieder sagen, wenn er den nicht macht, weiß ich auch nicht. Schönes Ding von Müller. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und vor allem mal wieder nach einer Niederlage auch, aber endlich mal wieder nach einem Rückstand zurückgekommen, aus einem 1-0 in 2-1 gemacht. Das kann ich doch sehen lassen. Nicht den Fehler machen und ihn hier irgendwie merkwürdig durchrennen lassen. Jetzt ganz in Ruhe und abgeklärt hier ein 3-0 draus machen. Oh, fuck. Komm, komm, komm! Komm, Reus! Ärgerlich. Schade. Nee. Was hat er denn jetzt vor? Nicht auf Groß, auf Robben! Komm, Neuer. So, und jetzt lass das mal kurz Zeit. So, hier einfach ein bisschen die Zeit runternehmen. Also ich will auf jeden Fall gegen den nicht mehr verlieren, deswegen. Dann haben wir jetzt schön in Ruhe. Uns das Zeitspiel gönnen. Ah, okay, es war ein schlechter Pass von mir. Sehr gut. Ah, Schweinsteiger ist dafür zu langsam. Das müsste eh gleich gewesen sein. Guter Pass von ihm. Aber das war's. Gewonnen. 2-1. Ah, also, dass ich gegen diesen Gegner und vor allem so gewonnen habe, da muss ich sagen, das macht's fast wieder gut, dass ich in dem ersten Spiel verloren habe. Sehr schön. 15 Punkte nach 2 Partien. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Aufstieg schaffen. Müssen nur einen Sieg holen aus den 2 Spielen. Und wir könnten sogar noch den Ligatitel schaffen, wenn wir beide Spiele gewinnen. Beim nächsten Mal also wieder BBVA. Durchwachsene Aufnahme, würde ich sagen. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.